Schätzen Sie sich glücklich, Poirot. Natürlich ist keine Reise in diesem Zug jemals gewöhnlich. Aber dies ist ein besonderer Anlass. Um das 140-jährige Bestehen des Orient Express zu feiern, wird die Lokomotive keine andere sein als die prächtige Pacific 231 G558. Da ist der Poirot. Der berühmteste Zug der Geschichte. Ich kriege vor Stolz ein bisschen Pipi in die Augen. Es ist Zeit, dass wir an Bord gehen, mon ami. Folgen Sie mir. Der Schlafwagenschaffner Pierre Michel wird Sie zu Ihrem Abteil führen. Nach Innenburg. Ja, und damit dazu kommt zur zweiten Folge von Batignolles Morgen Express. Gebaut, als sie 1938 von der SNCF gekauft wurde, erreichte sie eine Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Okay. Sie werden selbst sehen. Es ist wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Heutzutage wird der Zug auf 100 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Ich versichere Ihnen, dass diese Geschwindigkeit mehr als ausreichen wird, um Sie rechtzeitig nach Paris zu Ihrem Anschlussflug zu bringen. In der Zwischenzeit können Sie sich von der Magie des Orient Express verzaubern lassen. Okay, bevor wir jetzt nochmal drücken, herzlich willkommen zur zweiten Folge Mord im Orient Express. Unser Freund Monsieur Buch hat gerade ein bisschen viel geredet, deswegen jetzt die Doppelbegrüßung. Aber wir drücken mal E. Ja, jetzt kommen wir an. Bonsoir, Monsieur. Ihr Abteil hat die Nummer 202. Ich fürchte jedoch, dass alle anderen bereits ausgebucht sind. Ausgebucht? Aber wie kann das sein? Es ist unglaublich, Monsieur. Die ganze Welt reist heute Abend. Vielleicht, weil die Dampflok dran ist. Sie für diesen Herrn hier einen Platz finden. Es hat so ein bisschen was von, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ausgabe trainieren, während versucht wird, ein Bett für mich zu finden. Er ist ein Freund von mir. Mhm. Er kann Nummer 201 beziehen. Ebenso. Erstmal hören wir ein bisschen kurz zu. Was? Nummer 201? Mais oui, Monsieur. Wir sind voll. Alles ist ausgebucht. Vielleicht wegen des 140. Jubiläums. Michel, hören Sie mir gut zu. Sie werden uns jetzt verlassen. Sie verlassen? Korrekt. Und wenn Sie zurückkommen, haben Sie ein Bett für meinen Freund. Aber Monsieur Buck... Sie werden ein Bett finden. Aber es gibt keine Betten. Und für mich gibt es kein Aber. Okay, so, jetzt gucken wir mal, warum was wir hier... Warum hast du so viel Hummer bestellt, Totaro? Was ist hier so... Rebe Fräser, ich brauche ihn für meine Spezialität am zweiten Abend. Und wenn der Hummer à la Mori nicht frisch ist, werden die Passagiere das merken. Wir haben nicht genug Platz für meine Desserts. Heute Abend Schokoladenkuchen mit geschmolzenem Kern, morgen meine Spezialität. Das ist nicht mein Problem. Die Gäste werden ohnehin keinen Platz für Dessert haben. Servier deinen Hummer heute Abend. Hühnchen, Aramori, muss das erste Abendessen für die Reisenden sein. Es ist reichter zu verdauen. Ach, du bist wirklich der Egomane, für den dich alle halten. Aus gutem Grund. Ich bin die Rock. Du nur ein Waggon. Das ist eine Beleidigung. Das ist eine harte Beleidigung. Okay. So, da, das... Das schaut mir aus wie so ein bisschen wie ein Pärchen. Wie bringen wir Michel an Bord? Okay, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich habe schon von Flugangst gehört, aber Zugangst? Kenn ich welche. Jetzt mach dich nicht noch über mich lustig. Niemals, mein Liebling. Sobald unser Abteil fertig ist, gehen wir an Bord. Okay. Kenn ich tatsächlich Leute, die haben Angst davor, mit dem Zug zu fahren? Okay. Es ist die junge Frau aus dem Hotel. Sie möchte wieder den alten Mann mit seinem kleinen Freund beobachten, aber selbst nicht gesehen werden. Mhm. Und da sind wieder... Wurde alles an Bord gebracht, Hector. In Ihr Abteil, Mr. Ratchet. Ich lasse das Zimmer erneut desinfizieren, wie Sie es angeordnet haben. Ich habe auch einen Anruf von den Indern erhalten. Der Verkauf geht wie erwartet über die Bühne. Es gab nie einen Zweifel daran. Keine weiteren Anrufe, Hector? Aus Genf oder aus Venedig? Nein, Sir. Welchen Anruf erwarten Sie? Geht Sie nichts an. Prüfen Sie unsere Tickets. Wir gehen nicht an Bord, bevor nicht alles bestätigt ist. Der junge Mann wird sehr freundlich
Aber der andere, der ältere Mann, ist da ganz anders. Okay. Ja. Und da drüben sind auch noch... Ach, da sind die beiden. Unser Archibald. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Wenn alles vorbei ist. Wenn es hinter uns liegt. Dann. Okay. Poirot, ich bin zutiefst beschämt. Schön und gut, es ist das 140. Jubiläum, aber wer hätte denn mit einer solchen Welle an Passagieren rechnen können? Hm? Ja gut, gucken wir mal. Neue Verbindung, Passagiergespräche. Gucken wir mal in die Mindmap und dann... In welcher Beziehung steht der Junge zum älteren Mann? Er ist sein Sekretär. Hervorragend. Ja. Wo hat die Frau Angst? Vor der Zugfahrt, ja. Okay. Wie fühlt sich die Frau? Sie war ein bisschen besorgt. Adäquate. Der Köche, worüber streiten sie sich? Die Lagermöglichkeiten im Kühlschrank. Gut gemacht. Ja. So, und wen beobachtet diese Frau? Uns nicht, die beiden auch nicht hier. Ratchet und Hector, glaube ich. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Das ist doch gut. So, da kommt Monsieur Michel wieder, Pierre Michel. Wow, wir haben eine Lösung. Ein Passagier ist noch nicht gekommen. Ein Engländer namens Monsieur Arist. Ein Name mit gutem Omen. Na, es ist Zeit zur Abfahrt. Was kümmert mich an Monsieur Arist? Wie Monsieur wünscht, ich habe Ihr Gepäck direkt in Ihre Abteil bringen lassen. Leider wird Ihnen ein anderer Passagier Gesellschaft leisten. Okay. No, nur für die erste Nacht. Es geht nicht anders. Ich werde es überleben. Das kriegen wir wohl hin. Für eine Nacht. Monsieur Buck, im Kühlschrank der Küche ist nicht genug Platz, um alle meine Zutaten unterzubringen. Wie kann das sein? Seine Rezepte sind so extravagant. Wir müssen etwas auf dem Bahnsteig zurücklassen. Ohne meine Hummer. Ohne mich. Und die Passagiere des Orient Express müssen Ungarn? Niemals. Niemals. So. Muss ich eingreifen? Das Problem ist eines Poros unwürdig. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht deine Klasse. Luxuriösesten Zug der Welt zu verungern. Ja gut, das stimmt wohl auch wieder. Müssen wir da jetzt... Ja, wir müssen Tetris spielen. Wir spielen eine Runde Tetris. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es ist unmöglich, ich hab sie doch noch gar nicht angeboten. Alles im Kühlschrank der Gary unterzubringen. Selbstverständlich sind meine Hauptgerichte wichtiger als das Dessert. Wenn Mr. Maury seine Hummer ein oder zwei Tage später servieren würde, könnten wir an einem anderen Bahnhof unsere Vorräte wieder auffüllen. Später? Du verlangst von mir, dass ich meine Spezialität später serviere, Freya-san? Beruhigen Sie sich, mon ami. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Ist das eine Abbildung des Kühlschrankinneren? Darf ich sie sehen? Ja, er weigert sich, sie sich anzusehen. Okay, ja gut, dann gucken wir doch mal. Jetzt müssen wir sie auch noch analysieren. 19, dafür ist er zu jung. Mitte 20 kommt hin, so Ende 20. Und sie ist Konditorin. Amerikanerin, Marokkanerin oder Spanierin? Ich glaube Amerikanerin. Ja, das passt, das ist schon mal gut. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Ja, gut. So, Charaktermenü aktualisiert. Ist das unter I? Das ist unter Escape, ne? Ja, Escape. So, da sieht man sie jetzt auch. Otaru Mori, ihn haben wir noch nicht kategorisiert. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. So, jetzt Tetris spielen. Ne, das setzt alles nur zurück, oder? Ja. Vermutlich. Ja, das wird jetzt böse. Gucken wir mal. Das könnte dann dahin. Das passt da nicht. Nee.
Nee. Nee. Ich glaube, wir werden jeden Block ausnutzen müssen. Das könnte passen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das kriegen wir hin. Perfekt. Voilà. Sie haben das Abendessen für morgen gerettet. Monsieur Poirot, ich werde den besten Hummer nur für Sie reservieren. Das freut mich, Monsieur. Das freut mich. Und nun zum Dessert, Mademoiselle. Das wird hoffentlich das letzte Rätsel sein, das Sie auf unserer Reise lösen müssen. Mein lieber Poirot, Ihr Abteil für heute Abend befindet sich im hinteren Teil des Wagens der zweiten Klasse. Nummer 102. Morgen ziehen Sie in ein Privatabteil um. Oh, schön. Privatabteil. So, finde das neue Abteil. Dann gucken wir mal. Das wird uns bestimmt unser Schaffner hier verraten können. Ich würde mir echt gerne die Lok angucken, aber da hinten ist abgesperrt. Da komme ich nicht hin. Mal gucken. Vielleicht kann ich da ja den Weg irgendwie umgehen. So. Ich würde mir die Lok echt gerne an. Was kann ich denn hier entdecken? Oh, ja, so kann ich sie mal ein bisschen sehen. Mein Freund Buck hat nicht gelogen. Sein Zug ist eine wunderschöne Maschine. Ja, ja. Der Orient Express ist auch wirklich ein berühmter Zug. Also wirklich. So, dann steigen wir hier mal ein. Willkommen, Monsieur Poirot. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Vielen Dank, Monsieur Michel. Ich bin froh, dass Sie mich unterbrücken konnten. So, Abteil 102. War das, glaube ich, oder? So, 205. Oh, das ist die erste Klasse. Diese Zimmer der ersten Klasse sind sehr geräumig und luxuriös. Mhm. Das sieht schon imposant aus. Das muss man denen lassen. Falsches Abteil. Ich muss Nummer 102 finden. Ja, das ist... Pardon? Oh, ich bitte um Verzeihung. Dankeschön, dass ich hier durch darf. So, zweite Klasse. Leider nur zweite Klasse, aber naja. Da ist gerade eine Tür aufgegangen. Das ist die Prinzessin. Diese Dame hat einen ganz eigenen Stil. Exzentrisch, aber chic. Chic? So, 102. Immer mit unterschiedlichen Blumen oder Schmetterlingen. So, 102, unser Zimmer. Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie sind hier falsch. Nee. Sind Sie Monsieur Harris? Nein, mein Name ist McQueen. Ich... Lightning McQueen! Es gibt keinen anderen Nein. Schlafplatz im Zug, Monsieur. Alles ist vorbereitet. Sie haben das obere Bett. Abfahrt ist in einer Minute. Der Zug ist erstaunlich voll. En voiture! En voiture! Sir, wenn Sie lieber das untere Bett haben wollen, der Einfachheit halber, Sie wissen schon. Es würde mir jedenfalls nichts ausmachen. Nein, nein, Sie sind zu nett. Es ist nur für eine Nacht. Bis Belgrad. Oh, verstehe schon. Sie steigen in Belgrad aus. Nicht ganz. So, dann gucken wir doch mal. Der Zug macht sich jetzt wohl auf den Weg. Ja, wir sind unterwegs. Das sieht so imposant aus. Das muss ich mal lassen. War ein bisschen breit, oder? Gefühlt ein bisschen sehr breit. Agatha Christie, Mord im Orient Express.
Ach, wunderschön. Ich freue mich, dass ich das Spiel endlich spielen kann. Seit der Gamescom hat mich das irgendwie nicht losgelassen. Seit der Abfahrt des Zuges aus Istanbul ist eine Nacht vergangen. Der zweite Tag der Reise neigt sich dem Ende zu. Orient Express, 16. Dezember 2023, 19 Uhr. Mesdames et Messieurs, das Abendessen ist serviert. Das Abend. Oh. Sie können sich zu den anderen Passagieren im Restaurantwagen gesellen. Na dann. Gucken wir doch mal, was wir im... Das heißt, heute müsste es Hummer geben, oder? War das nicht zweiter Tag Hummer? Na dann gucken wir doch mal. So. Entschuldigen Sie, Monsieur. Pierre bat mich, Sie darüber zu informieren, dass ein Passagier uns verlassen hat und sein Zimmer Ihnen gehört. Monsieur Buck hat angeordnet, dass Ihr Gepäck während des Abendessens auf Zimmer 202 gebracht wird. Sie werden sich in der ersten Klasse wohler fühlen. Das ist ja wunderbar. Okay. Vielen Dank, Monsieur... Fouché, Monsieur. Fouché. So, mein Zimmer. Wo finde ich mein neues Abteil? Zimmer 202 befindet sich am anderen Ende des vorherigen Wagens. Ich verstehe. Okay. Vielen Dank. Und jetzt noch welche Arbeit? Position haben Sie im Orient Express inne? Ich kümmere mich um den Bar und den Restaurantwagen. Dann lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Heute Abend gibt es Hummer, nicht wahr? Oui, in der Tat. Bis später. Bis bald, Monsieur. Bis später. Als ob er ihn wiedersehen würde. Okay. So, jetzt gehen wir mal in den Restaurantwagen. So. Ist das eigentlich ein... Ne, ist nur ein anderer Bereich im Wagen. Das ist kein Wagenübergang. So, da ist Buck, er winkt uns schon zu. Bitte, mon ami, leisten Sie mir Gesellschaft. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen Ihren Hummer zu bestellen. Dann setzen wir uns doch mal dazu. Es scheint, dass unsere Mitreisenden heute Abend wieder alle hier versammelt sind. Ach, wenn ich doch nur so begabt wäre wie Balzac, könnte ich diese Szene in Worte kleiden. Oh, das wäre doch mal eine Idee. Ah, Sie sehen das auch so. Ich glaube, das wurde noch nie gemacht, n'est-ce pas? Und doch haben wir hier eine Menge Stoff für Romantik, mon ami. Überall um uns herum sind Menschen aller Stände, aller Nationalitäten und jeden Alters. Drei Tage lang werden diese Menschen, die einander völlig fremd sind, zusammengebracht. Sie schlafen und essen unter einem Dach und können einander nicht entfliehen. Am Ende der Reise trennen sich ihre Wege. Und sie werden sich vielleicht nie wiedersehen. In der Tat, ja. Das da lädt uns dazu ein, ihr Leben zu beobachten und darüber zu spekulieren. Oh, ich kenne sie, mon ami. Selbst jetzt ist ihr Geist am Werk. Lassen Sie ihn uns testen. Was halten Sie zum Beispiel von diesen beiden? Darf ich erstmal meinen Hummer essen? Ja, keine versteckte Botschaft im Menü. Von diesen beiden. Hast du nicht von diesen beiden gesagt? An beiden Tischen sitzen jeweils drei Personen. Ich habe meine Tochter besucht. Sie arbeitet in der amerikanischen Botschaft in Istanbul. Ich habe ihr gesagt, dass sie dort niemals einen Ehemann finden würde. Da ich auf dem Rückweg Paris sehen wollte, sagte sie mir, ich solle diesen erstklassigen Zug nehmen. Ich kann es kaum erwarten, Paris zu sehen. In den Filmen sieht es wunderschön aus. Aber es kann nicht schöner sein als Schenectady in den guten alten US of A. Dort lebe ich zurzeit. Und Sie, Miss... Debenham, nicht wahr? Woher kommen Sie? Ich wurde im Vereinigten Königreich geboren. Oh, das ist in England, nicht wahr? Was machen Sie beruflich? Ich bringe Kindern in anderen Ländern Englisch bei. Wie interessant. Das ist ehrenwert. Ich wünschte, ich würde eine Fremdsprache sprechen. Meine Tochter spricht mehrere Sprachen. Lassen Sie mich Ihnen von Ihrer Arbeit erzählen. Sie ist sehr wichtig.
So. Oh, sie ist Britin. Englischlehrerin. Ah, für 23. Nicht mehr so richtig. Das bestätigen wir mal. Das ist richtig. Perfekt. Et voilà. Et voilà. Ich habe leider nicht so einen schönen Schnäuzer. Sie können viel über jemanden lernen, indem Sie ihn einfach beobachten und durchzuhören. Diese Dame zum Beispiel ist zurückhaltend. Sie gibt wenig Preis. Sie ist in sich gekehrt. Irgendein Geheimnis veranlasst sie dazu, ihrer Tischnachbarin zu erlauben, das Gespräch zu führen. Ich gebe zu, dass das, was ich in Istanbul gesehen habe, in diesem Fall mehr vermuten lässt. Aber ich werde ihre Privatsphäre respektieren. Sie erstaunen mich immer wieder. So. Und dann haben wir... Nur an den beiden Tischen sitzen jeweils nur zwei, aber gut. So, was haben wir hier? Mama mia, diese Lokomotive hatte Dampf. Wir erklimmen die Berge mit Leichtigkeit. Mit Pferdestärken kenne ich mich aus und dieses Schmuckstück hat in sich. Züge haben was Besonderes an sich. Das muss ich Ihnen lassen. Ich verkaufe Spielzeug. Die Modelleisenbahnen zählen zu unseren Verkaufsschlagern. Und zwar nicht nur für Kinder. Verkaufen Sie auch Modellautos? Sicher. Aber ich finde Züge trotzdem besser. Oh, Hühle. Mein Freund. Sowas was haben Sie gegen Autos? Wissen Sie, ich arbeite bei Fortuna in Italien als Pressesprecher. Mhm. Wir produzieren die nächste Generation von Elektroautos, den Fortuna Firenze. Ein wunderschönes Automobil, so schön wie Florenz. Die Konkurrenz schaut uns so neidisch hinterher, dass sie aufpassen müssen, nicht gegen die Wand zu fahren. Okay. Ich wollte Ihnen nicht auf den Schlips treten. Züge haben einfach was Magisches an sich. Oh ja, oh ja. So. Oh, jetzt dürfen wir ihn noch... Okay, nee, Franzose, nicht Italiener, weil Italia, der ist keine 19 mehr. Also für 35 hätte er sich sehr, sehr gut gehalten. Aber für 59 sieht er noch zu jung aus. Ich nehme mal die 35. Und der ist Pressesprecher. Bei Fortuna. Das ist die richtige Antwort. Der laute Gentleman ist sehr selbstbewusst. Ein Herr über sein eigenes Schicksal. Der Tonfall ist genauso wichtig wie die Wortwahl. Er glaubt an den Sieg und auch daran, dass er derjenige ist, der gewinnen wird. Sie sind ein Magier. Das ist kein Taschenspielertrick, mon ami. Es ist einfach Beobachtung. Okay. Oh, jetzt kommt das Dessert. Mon ami, das ist eines der besten Desserts, das ich je gegessen habe. Sie haben schon immer eine Schwäche für Süßes gehabt. Aber das hier, das ist ein Meisterwerk. Okay. Ich verstehe nicht, wie ein Dessert so gut sein kann. Ich würde gerne das Rezept wissen. Ja, in der Karte steht nichts drin zum Rezept, ne? Ne, Special Surprise Orient Express Dessert. So, dann gucken wir uns das doch mal an. Vielleicht kann ich es ja auseinanderbauen. Da haben wir auf jeden Fall eine Kugel Eis. Ich konnte nicht herausschmecken, welche Eissorte das ist. Eine Zitrone. Weil für Vanille, nee, da sind keine schwarzen Punkte Sieht drin. Sieht aus wie Zitrone. Sehen Sie sich die Schale an. Ja, ich war mir nicht sicher, was das ist. So. Das sind Himbeeren. Was ist das für eine rote Frucht? Nein, das sind keine Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren, aber so sehen keine Erdbeeren aus. Das sind Himbeeren. Sieht aus wie eine Himbeere. Sie haben ein gutes Auge, Poirot. So, und dann haben wir hier unten noch den Biskuitteig. Das Biskuit ist die Grundlage des Desserts. Alles andere ist darauf aufgebaut. Was meinen Sie? Das zerbröselter Biskuit. Es sieht aus wie zerbröselte Kekse, mon ami. In der Tat. Sehr gut beobachtet. Wow. So. Es ist mir peinlich, Sie um einen so großen Gefallen zu bitten. Oh, was mon kommt ami, jetzt? Ich bin in diesem Zug, das Rezept, Sie mir oder was? Großen Gefallen getan haben. Wie kann ich Ihnen helfen?
Dieses Dessert ist sublim. Oh, ich glaube ja. Ich doch nur das Rezept hätte. Leider wird die Konditorin, Mademoiselle Nielsen, ihre Geheimnisse hüten. Ja, aber Rezepte sie, der Köche Mann, sind geheim und bleiben geheim. Ich bin sicher, dass Sie sie zum Geständnis bringen können. Ah, Sie Schlingel, Sie möchten, dass ich die Konditorin überrede, Ihr Rezept zu verraten. Sie sind doch Experte für Verhöre. Bug, es ist nur ein Dessert. Es ist der König der Desserts. Sie, mon ami, der Sie, wie Sie sagen, nur in diesem Zug sitzen, weil ich... Ich bin ganz beschämt, ja, Sie daran zu erinnern. Gut, gut, dann Sie haben nicht gewonnen. Dann tu's nicht. Schon wieder. Was würde ich nicht alles für meinen Freund tun? Vielen Dank, Poirot. Bonne chance. Ja, ja. So. Gut, dann gehen wir mal zur Konditorin hin. Guten Abend, Mademoiselle. Guten Abend, Monsieur. Was kann ich für Sie tun? Das war ein ehrliches Dessert, das Sie uns heute Abend kredenzt haben. Ich wollte Ihnen persönlich sagen, wie sehr es Monsieur Bug und mir gemundet hat. Vielen Dank, Monsieur. Es ist sogar so gut, dass Monsieur Bug darauf besteht, zu erfahren, wie Sie es gemacht haben. Oh, Sir, es tut mir leid. Sie müssen wissen, dass eine Köchin niemals ihre Rezepte ja verrät. Aber ja, nun, Sie haben mir mit dem Kühlschrank geholfen. Und ohne den Platz darin für mich hätte es kein Dessert gegeben. Nun gut, um das heutige Dessert vorzubereiten. Zuerst schmelze ich Zucker, um Karamell zu erhalten. Dann verteile ich dieses Karamell, um Twill zu formen. Zwischen zwei Twill gebe ich eine kleine Kugel Zitroneneis. Dann wird das Ganze auf einer Krone aus Erdbeeren drapiert. Erdbeeren? Poirot, sogar in einer solchen Situation bist du misstrauisch. Ja. Die Konditorin hat ihr geschätztes Rezept ein wenig zu leichtfertig aufgegeben. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht ganz ehrlich zu mir war. Welcher dieser Sätze enthält eine Lüge? Zuerst schmelze ich Zucker, um das Karamell zu erhalten? Nee. Dann verteile ich dieses Karamell um Thiel? Nein. Zwischen zwei Tubes geben? Nein. Das ist danke, die Lüge. Danke, dass Sie Ihr Rezept mit mir teilen. Aber ich bezweifle, dass Sie wirklich Erdbeeren verwendet haben. Ups. Sie haben ein gutes Auge, Monsieur Poirot. Nun gut. Was denken Sie, welche Früchte ich verwendet habe? Himbeeren. Himbeeren. Sie haben Himbeeren und keine Erdbeeren verwendet. Ich lasse mich nicht täuschen. Sie haben recht. Monsieur Bug konnte den Unterschied nicht erkennen. Kommen wir nun zum unteren Teil des Desserts. Mein Lieblingsteil des Desserts. Zuerst habe ich etwas Butter geschmolzen. Ich habe Schokoladenstücke in die Butter zerbröselt. Nein, dann Kekse. Habe ich die Mischung in eine runde Form gegeben. Und schließlich habe ich das Ganze abkühlen lassen, damit es aushärten kann. So, erneute Konfrontation. Die Lüge ist... Das hier. Das sind es keine Schokoladenstücke. Keine Schokolade, die Sie zerbröselt haben. Wie ich sehe, haben Sie einen ausgezeichneten Gaumen. Wissen Sie, welche Zutaten ich verwendet habe? Zerbröselten Biskuit. Eine geschickte Konditorin könnte zerbröselte Kekse mit Butter mischen, um diese köstliche Grundlage zu schaffen. Richtig. Sie kommen dem gesamten Rezept näher. Näher? Ich habe schon Mörder entlarvt und das stellte sich als einfacher heraus als dieses Unterfangen. Ich stelle Sie vor eine letzte Herausforderung. Mhm. Ich bin mir sicher, dass Sie die Reihenfolge, in der ich meine Zutaten mische, herausfinden können. Wenn Sie das schaffen, haben Sie sich mein Rezept verdient. Okay. Mademoiselle, den Mord an Roger Ackroyd aufzuklären war einfacher als das hier. Okay. Na ja, dann. Monsieur? Ja, Monsieur, ich würde... Nein. Dann gucken wir doch mal, ob wir das Rezept aufschlüsseln können. Die Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Die Eier werden als erstes oder als letztes hinzugegeben. Die Orangenschale wird später hinzugegeben als das Mehl. Man sollte Zucker und Milch niemals direkt nacheinander hinzugeben. Der Zucker wird später hinzugegeben als die Vanille. Die Eier und die Orangenschale stehen im Rezept direkt nebeneinander. Okay, das ist jetzt so ein typisches Rätsel. So ein Reihenfolgerätsel. Also, wir wissen, Eier und Orangenschale stehen im Rezept direkt nacheinander. Und Eier werden als erstes oder als letztes hinzugegeben. Gut, entweder benutzt man zuerst Eier oder zuletzt Eier.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Eier zuletzt verwendet werden. Das würden die Orangen, Orangenschalen. Waren es nicht Zitronenschalen? Bis Zitroneneis? Nehmen wir mal auf 5. Ich glaube, vielleicht ist da irgendwann mal was durcheinander gekommen. Da müssen doch eigentlich Zitronen sein, oder? Für das Eis. Aber auch die Frage, warum da Vanille jetzt noch mit dabei ist. Okay. Schieben wir die Milch mal an den Anfang. Oder wissen wir noch was anderes über die Milch? Nur, dass sie nie direkt mit Zucker kommen. Der Zucker wird später hinzugegeben als Vanille. Die Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Noch 2? Das war 4? Was ist das? Oh, richtig. Okay. Ja, gut. Das war einfach. Das ging ja noch von der Schwierigkeit vom Rätsel her. So. Jetzt sprechen wir sie wieder an. Wie versprochen gehört mein Rezept Ihnen. Geben Sie mir 5 Minuten, um es für Sie aufzuschreiben. Haben Sie Dank. Ich stehe in Ihrer Schuld. So, jetzt kriegen wir das Rezept. Perfekt. Und dann können wir das Buch geben. Ich kann diesen Moment nutzen, um meine kleinen Beobachtungen über die Passagiere fortzusetzen. Dann gucken wir doch mal. Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ich bin solche Mahlzeiten nicht gewohnt. Haben Sie keine Juten-Restaurants in Kenia? Eigentlich schon. Es sind eben nicht mehr die 1930er. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Hat Ihnen das Essen nicht geschmeckt? Der Hummer war nicht durchgejagt und die Kartoffeln waren zu trocken. Die hört sich sehr deutsch an. Als Assistentin von Prinzessin Dragomirov sind Sie es sicher gewohnt, gut zu essen. Kochen ist eine Kunst. Man muss keine Kochmütze tragen, um ein Künstler zu sein. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Currywurst. Das ist eine Spezialität von mir. Die Dienerin von... Die Dienerin, oder? Die Mitarbeiterin einer Prinzessin und ein Lieblingsessen. Currywurst. Currywurst, das ist mein Lieblingsessen. Das ist eine Deutsche. Die ist mit 30er und sie ist Assistentin. Currywurst. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Currywurst. Currywurst for the win. Okay, da drüben Monsieur Hector und... Ich habe gestern Abend große Fortschritte bei den Ausgaben gemacht. Und Ratchet. Sir. Ich sollte bis morgen früh fertig sein. Ich dachte, Sie würden Arbeit schnell erledigen, Hector. Tut mir leid, Sir. Die Arbeit hier ist nicht so komfortabel wie in unserem Büro in Boston. Sie haben Glück, in so einem Zug mitfahren zu dürfen. Was bist du denn eigentlich für ein Kotzbrocken? So, er ist, würde ich schätzen, Amerikaner. 40, ja, für 71 ist er zu jung und für 22, also wenn ich mit 22, ich bin 25 und so sehe ich nicht aus. Und er ist Sekretär. Wundervoll. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Gut. Da kommt sie mit dem Rezept. Bitte sehr, Sir. Mein Rezept. Bitte sagen Sie, Monsieur Bouc, dass er nicht mit meinen Rezepten für die anderen Desserts rechnen darf. So. Vielen Dank, Mademoiselle. Ich weiß, dass er diese Geste aufrichtig zu schätzen weiß. Und ich werde dafür sorgen, dass er die Nachricht erhält. Gut, gesammelter Gegenstand. Das Rezept der Konditorin. Kann ich das irgendwo einsehen? Inventar. Pastry Chief's Recipe. Okay. So, Buch, hier ist dein Rezept. Poirot, Sie waren so lange fort. Das war eine größere Herausforderung als erwartet. Das ist wunderbar. Mussten Sie dafür Ihre kleinen grauen Zellen anstrengen? Es war eher eine Übung für meine kleinen Geschmacksknospen. Vielen Dank, mon ami. Essen Sie Ihr Dessert. Sie haben es sich verdient. Ich wollte gerade sagen, das steht immer noch hier vor uns. Er setzt sich einfach so zu uns, ohne was zu sagen. Guten Abend. Mein Name ist Ratchet.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das Vergnügen mit dem berühmten Hercule Poirot habe? In der Tat, Monsieur. Ihre Heldentaten sind auf meiner Seite des Atlantiks wohl bekannt. In meinem Land kommen wir schnell auf den Punkt. Mr. Poirot, ich möchte, dass Sie einen Auftrag für mich übernehmen. Wären Sie daran interessiert, viel Geld zu verdienen? Monsieur, meine Klientel ist heutzutage begrenzt. Ich übernehme nur sehr wenige Fälle. Ja, das verstehe ich natürlich. Aber ich spreche von sehr viel Geld, Mr. Poirot. Sehr viel Geld. Das hört sich nicht so legal an. Amerikaner in Boston, würde ich jetzt mal schätzen, weil das Hotel ist in Boston. Der ist 62 und der ist Geschäftsmann. Was ist das Angebot, was er für mich hat? Das ist jetzt... Also was soll ich für Sie tun, Monsieur Richard? Mr. Perot, ich bin ein reicher Mann. Ja, ich dachte, du kommst schnell auf den Punkt. Mann. Männer in einer Position wie der meinen haben Feinde. Ich habe einen Feind. Monsieur, wenn ein Mann dazu prädestiniert ist, Feinde zu haben, dann beschränkt sich das meiner Erfahrung nach nicht auf einen einzigen Feind. Ja, ich verstehe Ihren Punkt. Feind oder Feinde, das spielt keine Rolle. Was zählt, ist meine Sicherheit. Mir wurde gedroht, Mr. Poirot. Nun, ich bin ein Mann, der ziemlich gut auf sich selbst aufpassen kann. Mhm. Aber so wie ich es sehe, kann ein wenig Sicherheit nicht schaden. Und denken Sie daran, es geht um sehr viel Geld. Ich bedauere, Monsieur, dass ich Ihrer Bitte nicht nachkommen kann. Warum nicht? Was ist Ihr Problem? Eine Bitte Angeberei. Bitte verzeihen Sie meine Direktheit. Ihr Gesicht gefällt mir nicht, Monsieur Ratchet. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich nun gerne meinen Kaffee trinken. In Ruhe. Das wird ihn bestimmt sehr verärgern. Aber er hat Feinde. Und wir wissen, dass er derjenige ist, der ermordet wird. Also von dem her... wissen wir ja schon aus der Beta. Ach, jetzt habe ich das für euch gespoilert. Es tut mir leid. So, kann ich hier rein? Mal gucken, was sagen die, wenn ich hier einfach reingehe? Interessiert sie gar nicht. Ich guck mich hier mal um, ne? Vielleicht sind da ja irgendwo... Oh, ich nehme mir einfach was. Ich nehme mir einfach ein Wasser. Ich nehme mir nicht mal was raus. Mach den Kühlschrank auf, aber gehe. Was willst du denn für einer? Ey. Aber gut. So, ich denke mal. Aber das wär's mit der heutigen Folge... Mord im Orient Express. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ja, sehen wir uns hoffentlich in der dritten Folge Mord im Orient Express wieder. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.